La 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 la. Oh Mann, kann ich das nicht gut? Oh, ich singe ja so gut. Und das, ohne Kommentar. So, wo geht's denn hier rein? So, gibt's noch irgendwas, was man sich so nebenbei so hoch einstecken kann oder so? Was machst du? Hallo? Die Tür geht nicht auf, weil Bogenhagen sie versiegelt hat. Wie hat er denn das gemacht? Mit Superkleber? Ja. Wäre schön, wenn du mich nicht anspucken würdest, während du mit mir redest. Okay, gibt's mehrere Wege. Was haben wir hier? Hallo? Ach, du kochst. Mensch, ich habe so viel zu tun. Ich brauche noch mehr Hilfe. Murmel, Mecker. Okay, vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen hier. Ein bisschen die Suppe versalzen. Hier fühlt man sich richtig heimisch. So, was haben wir hier? Juffi, bist du schon wieder am Clown? Mann, oh Mann! Sieht das hier langweilig aus? Die Materie ist auch nur Krampf. Ja? Du hast bestimmt schon wieder die Taschen voll. Ach, der pennt oder hast du den niedergeknüppelt? Juffi? Ja. Hey, du! Du hast dein Wechselgeld vergessen. Was? Kannst du mir mal bitte was verkaufen? Ja, ich komme. Willst du was kaufen? Ja. Ach so ist das. Du willst was kaufen? Ach so, du willst was kaufen. Du willst was kaufen. Wir haben kaum Kunden und daher... ich habe viel Vertrauen in unsere Materie. Erhöht HP-Maximalwert. Ja, genau, da kommt schon wieder der Gillhammer zum Einsatz. Ich verkaufe jetzt hier ein bisschen was. Objekte. Gucken wir, was wir verkaufen können, was Sinn macht. Die alten Sachen hier. Die alten Waffen, Bastardschwert können wir nicht. Mega-Handschuh brauchen wir nicht. Schirmgewehr ist auch alt. Carbonreifen brauchen wir nicht. Weißes Megafon. Wir hatten ja das Grüne gekauft. Das wird besser sein, nehme ich an. Verkaufen wir das Weiße. Windrad. Nee, das ist der Neue. Das ist auch das Neue. Den Superdieb können wir verkaufen. Silberarmband behalten wir. Prismenstab ist, glaube ich, der bessere. Ja, Diamantnadel. Oder Zauberkamm. Zauberkamm. Den haben wir als Belohnung bekommen. Der ist locker schlechter wie das andere. Atomarschere. Vulkanblaster. Was war da jetzt? Ja, die Atomarschere war älter. Vierzack-Schuriken. Das ist der alte. Verkaufen wir auch. Metallstock. Auch alt. Lederhandschuh ist alt. 60 haben wir gerade mal bekommen. Okay, haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld? Okay, dann reicht zumindest für einmal. Ein bisschen extra MP wäre nicht schlecht. Wir haben eher MP wie HP-Mangel. Daher kaufen wir eine extra MP. Und schon wieder sind die Auswirkungen der Materie... ja, erkennt man. Das sind die Auswirkungen. Wir nehmen das mal mit. Extra MP. Und hier nehmen wir mal Schokobo-Köder. Irgendwas anderes noch mit. Ja komm, nehmen wir erstmal Schutz mit. Wir gehen das nochmal durch. Okay, gut. Das heißt, wir brauchen schon wieder Gil. Das ist aber auch nicht... Nee, Moment mal, ich gehe hier gerade raus, oder? Nee. Ich gehe erstmal hier hoch. Erkundung ist mein Hobby. Nee, Moment. Da geht's, glaube ich, direkt zu
zu diesem Opa da. Ich würde dann doch erstmal hier nochmal schauen. Kommen wir überhaupt irgendwo hin? Nee. Hä? Okay. Ist nur so zum Rausgucken. So, Opa, ich komme. Der Ort ist auch interessant später, was Bahamut angeht. Aber das noch ein Stückchen entfernt. So, Opa, ich komme. Da ist er. Nanaki, hey. Cloud, das ist Bugen, mein Großvater. Er ist ein Phänomen, er weiß alles. Ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Nanaki ist noch ein Kind, musst du wissen. Hör auf, Großvater. Ich bin 48. Hohoho. Nanakis Stamm zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. Jawohl. Mit seinen 48 Jahren entspricht er also in etwa einem Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren. 15 bis 16? Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen? Großvater, ich wäre so gerne erwachsen. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Nein, Nanaki. Du kannst jetzt noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Es wäre irgendwann dein Ende. Sich nach dem Himmel strecken, gar der großen Stadt Midgard die Sterne stibitzen. Du kennst das, nicht wahr? Ein schlechtes Beispiel. Wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Ja, hä? Hat der überhaupt Beine? Wenn die Welt erst im Sterben liegt, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Im Sterben liegt? Oh ja. Das kann morgen sein oder in 100 Jahren, aber es ist nicht mehr lang hin. Woher weißt du das? Ich kann den Planeten klagen hören. Ja? Wie das? Planeten werden geboren und Planeten sterben, solange die Sterne am Himmel zu hören sind. Was war das? Das war ein Aufschrei unserer Welt. Hast du es nicht gehört? Als wolle er sagen, es tut weh, ich leide. Sie sind unterwegs, um die Welt zu retten. Zeig ihnen doch mal dein Gerät. Was? Was? Oho, die Welt zu retten? Andererseits kann es auch nicht schaden, wenn er sich meine Maschine ansieht. Bugenhagen! Da sind ein paar sonderbare Gestalten gekommen. Es wimmelt plötzlich von ihm. Ja, und seine Freunde auch. Ich gehe sie holen. Sonderbare Gestalten? Irgendwelche zwielichtigen... Cloud, bitte ruf einen von ihnen herein. In Großvaters Maschine haben nur 3 Leute Platz. Ruf einen von ihnen herein. Na, okay, kann ich machen. Hä? Wie denn? Hä? Wie soll ich ihn rufen? Keine Sorge, meine Maschine läuft nicht weg. Geh und hol deine Freunde rein. Huch. Soll ich hier schon sein? Ich denke nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich... Nein, runter bitte. Hä? Runter. Genau, da müssen wir die jetzt suchen, wahrscheinlich. Fragt sich bloß wo. Also Yuffie haben wir schon gefunden. Schauen wir mal. Paar sonderbare Gestalten. Ist das schon wieder Zeng und die ganze Brigade da? Die ganzen laschen Dampfgurken?
Wo stehen wir? Ach, hier. Nanakis Geschichte ist... Ja, hier sind wir falsch. Ist interessant, um das auch mal ein bisschen zu verstehen, weil er war, wie es den Anschein hat, nicht ein erschaffenes ein erschaffenes Projekt von Hojo, sondern er ist hier aufgewachsen. Er hat einen eigenen Stamm und wurde wahrscheinlich einfach nur irgendwie rumexperimentiert. Hast du Bogenhagens Maschine gesehen? Wenn nicht, sieh sie dir unbedingt an. Kommen wir hier raus? Nee, das ist schon mal gut. Leute, wo seid ihr denn? Habt ihr euch jetzt versteckt vor mir? Ihr könnt euch nicht verstecken. Yuffie, nee, Moment, hier war ja gar nichts. Yuffie haben wir gesehen. Und Nanaki wird wahrscheinlich mit zugehören. Nehme ich jetzt mal an. Huch. Hallo. Nee, das war hier nicht. Hä? Bin ich jetzt hier total falsch? Wo laufe ich eigentlich hin? Ich bin hier total falsch. Moment. Vielleicht ist hier noch jemand. Ah! Zuni, hey! Lange nicht gesehen, Schnecke. Hallo? Wohin gehst du? Ah, okay. So, wen nehmen wir mit? Nanaki können wir nicht mitnehmen. Ich würde gerne Zuni wieder mitnehmen, eigentlich. Aber weil ich kaum was über den Charakter kenne und Yuki bei sein sollte, zumindest erstmal noch, nehmen wir einfach mal... Ja. Nee, nehmen wir nicht. Wir nehmen Zuni jetzt mit. Aber brauchen Yuffie erstmal für die Materia. Damit sie diese erstmal wieder abgibt. Yuffie haben wir jetzt erstmal ein bisschen gesehen. Guter Charakter. Immer noch auf Limitstufe 1. Das müssen wir irgendwie beheben. So. Zuni, du kommst wieder mit. So. Ausrüsten. Yuki, du kriegst erstmal den Prismenstab. Dadurch verlierst du wieder Materia, ich weiß. Und Zuni, du kriegst Tigerzahn Silberreif. Ah, da müssen wir auch alles neu sortieren. Reihe. So, wir beiden stehen natürlich vorne. Materia. So, Yuki. Na, du kannst nicht alle mitnehmen. Shiva und Titan. Wiederbeleben nimmst du mal bitte mit. Ja, was noch? Manipulation. Okay. So, Zuni. Eigentlich ist sie ja die Eisprinzessin. Sie bekommt jetzt aber erstmal Hitze. Vorübergehend. Feintechnik. Ifrit. So, Gift könnte ruhig auch steigen. Erde könnte ruhig auch steigen. Genesung. Die Genesung ist schon relativ hoch. Ja. Und Ramu. Machen wir es erstmal so. Okay. Gut, dann abzubogen haben. Dann zeig uns mal deinen Teil. Was für sonderbare Gestalten überhaupt? Ich meine, uns ist doch keiner auf der Lauer, oder? Doch, wir werden verfolgt. Wir werden schon immer verfolgt.
Ging das hier jetzt raus? Nee. Wir werden verfolgt. Okay. Vielleicht sollten wir die Verfolger endgültig in die Matrix verschieben. So. Hier. Die Tür ist offen. Komm herein. So, dann zeig mal. Oh. Oho. Scheint so, als hättest du jetzt alle beisammen. Fangen wir also an. Ich stelle mich dorthin. Ja? Hm. Aha, okay. Wie schön. Fast genau wie das echte Weltall. Hm, recht anständig. Das ist mein Labor. Alle Bewegungen im Weltall sind in diesem holographischen 3D-System abgespeichert. Hä? Eine Sternschnuppe? Ei. Was? Oh ja, Faszination Weltall. Oh. Ey, was ist das? Schwarzes Loch? Ui, wie schön. Ja, das hat was, nicht wahr? Also, kommen wir zur Sache. Früher oder später muss der Mensch sterben. Was geschieht mit ihm, wenn er tot ist? Der Körper verwest und wird wieder Teil der Welt. So viel ist allgemein bekannt. Aber was ist mit Bewusstsein, Herzen und Seele? Auch die Seele kehrt in den Planeten zurück. Und nicht nur die Seele des Menschen, es ist bei allen, was auf der Welt lebt, ja, bei allen Lebewesen des Universums genauso. Die Geister, die wieder Teil der Welt werden, verschmelzen miteinander und durchstreifen den Planeten. Sie wandern umher, vereinen und teilen sich und bilden einen Strom, den sogenannten Lebensstrom. Lebensstrom. Das ist anders ausgedrückt der Weg, den die Energie der auf dem Planeten umherwandernden Seelen beschreibt. Geistige Energie. Ein Begriff, den ihr euch gut einprägen müsst. Neues Leben. Kinder werden mit geistiger Energie ausgestattet und zur Welt gebracht. Dann kommt die Zeit, da sie sterben. Sie kehren dann wieder zum Planeten zurück. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Aber ich schweife ab. Ihr werdet mich besser verstehen, wenn ihr euch das hier anseht. Was haben wir da? Da ist unsere Erde. Ja. Hm? Okay. Der Lebensstrom kehrt zurück. Oder... Ja, da entsteht was Neues. Mhm. Geistige Energie ermöglicht das Leben überhaupt. Bäume, Vögel und Menschen. Aber nicht nur die Existenz von Lebewesen, auch das Dasein von Planeten beruht auf geistiger Energie. Was passiert, wenn diese geistige Energie verschwindet? Tja. Dann gibt's nichts mehr auf dem Planeten. Und er bricht auseinander und verschwindet aus dem Universum. Das sind die Grundlagen des Studiums des Planetenlebens. Wenn die geistige Energie verloren geht,
wird unser Planet zerstört. Geistige Energie. Was? Geistige Energie ist wirksam, weil sie in der Natur vorhanden ist. Wenn die geistige Energie gewaltsam extrahiert und industriell verarbeitet wird, kann sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen. Du meinst damit die Makroenergie, nicht wahr? Tag für Tag saugen die Makroreaktoren geistige Energie ein, sodass sich deren Menge verringert. Die geistige Energie wird in den Reaktoren komprimiert und zu Makroenergie verarbeitet. Dadurch werden sämtliche Lebewesen ausgepresst und um ihre Lebensfähigkeit gebracht. Das heißt also, dass durch die Makroenergie letztendlich der Planet zugrunde gerichtet wird. Und das, obwohl wir den Nutzen davon beziehen und haben. Die Geschichte der Planeten und derer, die mit ihnen lebten. Willst du mehr erfahren? Dann musst du den Worten der Alten lauschen. Den Worten der Alten? Das alte Volk. Nanaki? Sein Vater soll ein Feigling gewesen sein? Das ist es also. Nanaki hat es die ganze Zeit vermutet. Ja, also irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Okay, so, gut. Das war jetzt sehr lehrreich. Wir haben über die Lebensstromströme, über Makroenergie und können jetzt natürlich ein bisschen besser nachvollziehen, dass die Makroenergie zwei Seiten hat, nicht nur eine nützliche für uns, sondern auch eine zerstörerische Bedrohung für den Planeten darstellt.